Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt, ich glaube 12. Part oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall zum nächsten Part hier bei, Yakuza Zero. Mit dem Kegel und, einem Herrn Kiryu, der raucht. Das ist, schön. So, wir hatten ja gestern in der letzten Folge, beziehungsweise in der gestrigen Aufnahme, hatten wir ja so eine kleine Info bekommen, die wir jetzt hier erstmal überbringen müssen. Und, das machen wir erstmal. Da ist ein Polizist. Gut, der lässt mich in Ruhe, wunderbar, ich freue mich. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die richtigen Antworten noch parat habe. Ich habe nämlich noch mal ganz kurz in die Folge von gestern reingeguckt. Was ist? So. Oh, lass mal ein bisschen aufräumen, ne? Da kommt es dir auf. Oh Gott. Ja, gut. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Ja, ihr habt auf der Karte hier auf mich aufmerksam gedingst und so, ne? Also ich bin da unschuldig. Madame, Monsieur. Was? Hi. Ohne Prügel komme ich hier nicht durch, merkst du es? Oh, yeah. Na, komm mal her. Also, du sollst herkommen, habe ich gesagt. Geil. I'm really sorry. Okay. Ich nehme es mal so an, ne? So. Also, talken wir mal zu dem. Talk to people 50 times. So, my plans for today and tomorrow's weather. Mm-hmm. I don't get what it means, but I got her answer. Oh, very good. First, plans for today. A party in my pants. Shichifuku Street. Aha. Es war aber ein Movie Date. Mhm. Okay. Sunny in the morning. Ja, es kann auch sein, dass Sunny in the morning ist, aber es ist Regen am Nachmittag. Also Regen at noon. I see. Gute Arbeit. You bring me Momons Insa. Mhm. Hm. All part of job. That's why I ask you in first place. Aha. Okay. I'm impressed. Ja. Er will sie kennenlernen. Haha. Oder for the next business deal. Was? Och nö. So was for some shady deal after all. I figured those praises shouldn't be taken at face value. I'm done with your job. I finish deal first. I come back soon. Not take long. You walk along around and wait for me. Ja gut. Mhm. Aber beeil dich, Kumpel. Ich habe keine Zeit. Hm? How did your deal go? Big business deal goes through. Thanks to you. Thank you for you. Uh-huh. You got a broken M1985. What? Okay.
By the way, about the password. Herr Knuff, not forget, I tell you. You listen carefully, okay? Yes, yes, I'm listening. Also, now, ne? Passwort ist... Was? Subotenuhigeokiru. Important to capitalize first letter. Subotenu. Nani? Can you save one more time? Listen careful, okay. I'll be nice. One more time. I say password. Subotenuhigeokiro. Gott. With capital S. Mhm. Forgot password, you come back. Ja, gut. Ist okay. Ich werde mich da mal kurz hinbedingsen und so. Was ist schon wieder los? Da müssen wir einmal helfen, ne, bevor wir jetzt dieses komische Passwort da angeben. Oi. So. Jetzt gebe ich euch aber hier, ne? Jetzt ist aber Feierabend hier. Ja, nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. I'm sorry, I won't happen again. Ja. A Tassen ist leid. Na schön. Aber warte mal, wir haben ja hier ein neues Equipment bekommen. warte mal. Oh yeah. Ach, das ist eine Waffe, okay. Okay, ja gut. Hey, ist okay. Ist okay. Ich sag nichts. Aber geil. So. Dann wollen wir mal hier das wunderschöne Passwort abgeben und mal hören, was der so zu Dingsen hat. I want to kaufen. Say the password. I have to tell him the password I got. Ja, Stunden später. Hey, Jackpot! Gut, that's it! Süß, ich hab's, ha? Wolltest du nicht einkaufen? Finally managed to get the password right. Didn't expect to become a go between for a shady deal to have to get it, but it turned out alright. Satisfy my curiosity. Ja. Okay. Ja, das hätte er jetzt vergessen. Stimmt, da war ja was. Wie vielleicht später? Du, ich habe doch jetzt das Passwort richtig gesagt. Also normalerweise, also ich würde sagen, jetzt sofort, ne? Substories Password Protected End. Okay. Ja gut. Ja gut. Mhm. Ich will mal ganz kurz aber in die Liste gucken. Von den Substories, also 4 von 60 haben wir jetzt schon. How to train your dominatrix? Okay, es war das hier, was gleich um die Ecke ist. Aber wo sind die ersten 5? Also hier, die ersten.
So, schau mal Score an, das war ja Nummer 9. Das war jetzt Nummer 8. Das ist Nummer 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also müssen wir irgendwie noch gucken, dass wir eventuell die anderen Nebenmissionen irgendwie vielleicht bekommen. Goro Majima? Wer ist denn Goro? Hä? Was soll das denn? Jetzt bockt der mich ja einfach aus dem Spiel raus. Was soll das denn? Ach, nur weil ich hier mal die Shift-Taste gedrückt habe. Oh Gott. Alter, man kann sich auch anstellen, ne? Also so geht das ja nicht. So. Oh, wir können hier beim Beast auch noch ein bisschen was. Ja, 400.000. Obwohl, warte mal, wir haben 4,5 Millionen Yen. Da könnten wir eigentlich immer ein bisschen in den Rush. Ich glaube, Rush war, was wir hier gedingsten müssen, ne? Das ist 30 Mille, okay. Third Heatbar. Pass mal auf. Den nehmen wir mal mit. Weil wir es können. So, was haben wir jetzt hier noch? Können wir den eigentlich schon gedingsen? Ne, das geht noch nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich erst den hier. A charge punch attack can be unleashed from a rush combo. Okay. Ja, aber ne, ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Geld müssen wir auch noch so zusammenhalten, ne? Aber ich sag mal, so sieht das schon mal gar nicht schlecht aus. Achso, der ist 30 Mille. Reduces the rate that the heat gauge drops over time. Nehmen wir den noch mit. So, jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Geld, aber spend a total of 10. Okay, na gut. Aber wie gesagt, das kommt ja alles noch, ne? Wir sind ja dabei. So, und ich glaube, wenn ich jetzt richtig liege, wir sollten ja hier in... War das jetzt in dem Bereich? Warte mal. Takoyaki. Wir sollten auf jeden Fall irgendwo hin, wo wir die Mission hier weiter gedingsen können. Also ich glaube, das war hier in der Taihai Boulevard Street. Na gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz hier vorne zu der zu der Nebenmission hin, die hier mit der Dominatrix. Was? Ach komm, die nehmen wir auch noch mit. Weil die stehen hier gerade hinten und die wollen bestimmt eins aufs Maul. It's him! Hallo! Na! Du bist hier! Ja? Oh yeah. Oh, dies sind wir 250.000 Yen, die wir da kriegen. Ja, ja, haut ab. Tschüssi. So. Mal gucken, was die Dominatrix hier zu bedingsen hat. Na? So, Schätzelein, was ist los? Hey. Okay. Sorry. I'm sorry for causing a scene in public too. Hier. Ich hab nichts mitgekriegt. I'm not cut out for this line of work, am I?
You two seem to be too caring to and gentle to play a dominatrix. Also geh einfach zum Pornofilm, lass dich da durch. Was? Was? Ich hab, nee, ich hab nichts gesagt. Very hard to berate someone, explicitly a client. It just feels like I'm being rude. Would single customers pay you because they want to be abused by you? Oh God. So how about berating? Oops, someone. Why are you even working as a dominatrix? Since I was a child, I could never rebuke anyone. Even with my friend betrayed me, I lost it off and forgave them. I'm still like that today. Dann bist du in dem Job, also, naja. But those relationships I built on swallowing my feelings were false. They were was? Schwellow. I had no real friends, not one person with whom I could share my honest feelings. Wenn du über deine Gefühle sprechen willst, ich habe immer ein offenes Ohr. Was? I took this job to transform myself into someone who can tell people exactly what's on her mind. But now I see that I'm not cut out for it. That's quite a leap of logic to make, but if you're still movie-tated, why not stick with it? We are dominatrix. Check it out. Got ourselves a real-life dominatrix. What? I beg of you, please make me your slave. Oh God. Aww. What's something to say, kinky lady? Also wenn die jetzt hier mit dem Mädel umspringen, das ist aber auch nicht so ganz das Gentleman-like, ne? Supposed to be all royal and shit, some SM queen you are. She says you are bad for business. I say it for her. Don't loiter in front of the club. You're bad for business. Denn du bist bad. Also na, richtig bad. Stay out of this, you squealing pig. You can't act all tough when you're trotting out of an SM dungeon. I'm not a customer. Just get lost. You are a nuisance. Nee, nuisance. Nuisance. Don't honor me around, bacon boy. Little masochist piggy, whoops, taking a punch. Am I right? I know how to make you feel real good then. Ja. Street sucks. Alles klar. Okay. Ich mach das schon. So. Ja, voll auf die Fresse! Du sprichst mal nicht mit der Domina! Das ist mal so, hier ist es soft. You're supposed to like getting your ass spanked. I said, I'm not a customer. Do I need to pound that onto your skull again? Ack! Next time pick a safe word before you ask for a flogging. If I see you around here again. You're dead meat. Bist totes Fleisch. Oh yeah, ab auf den Grill. Sorry. Excuse me? Sorry, I crossed a big science fighting in front of your club. No, no, that's okay.
Thank you for telling those men what I wanted to say myself. And, was? Was ist los? Could you teach me how to punish people? Was? Was? Nani? Punish people? Hi. Ja? The word you said to send those men the screwing, that was amazing. Alter, ich schmeiß mich weg. Brighter people here. Ich glaube, wenn ich ihr zeige, wie man Leute schlägt, ich glaube, dann wird die der weibliche Kiryu. Help me. Ja, gut, okay. Bin ja nicht so. She's desperate enough to ask for my help, even tough. We just met. She's serious about wanting to change. Not sure I can teach her to berate of us. Others. But she thinks I could help. I will do what I can to help. Oh, you will? Thank you. You're welcome. My name is Ayu. I'm so glad I met you. Also, Hackmet, ne? Also, ich mette dich. I'm Kiryu. But know what? I don't know where to begin. Einfach Faust machen, reinschlagen und gut ist. So. Maybe go to the park, please. Okay. Wenn du das willst. Das ist aber kein Pakt, das ist eher ein Spielplatz, ne? Wo Kinder spielen. Also, Mädel, Einspruch. Einspruch bitte. Ich möchte nicht. Also. I'd like to try walking through the seasons with you. How does that work? SM is about play acting a certain kind of fantasy. It's a form of role playing, but it's not what you expect. I think I could gain better insight into SM if I were to practice with you. I want to act out a play session with me taking the dominant role and you the submissive. Ja, auf dem Spielplatz. Wait a second. I have to play the customer's part. Hi. I want you to play the... And as we do this... Oh, God. Should be saving as a dominatrix. Yes. I want a chance. If I can't do this, I end up as a quiet... dull person for the rest of my life. She's laying too good on thick. I can see her pointers. Are you good to learn? She said I told her I would help. I can't break out now. I'm not doing anything weird, tough. Great! Thank you very much! Oh God. Can we start with you entering my chamber? Ich versuch's. Oh Gott. Ist das Surf here today? Please do. Du musst halt doch durchgreifen, Mädel! Was? Pardon? Hier. You're a dominatrix, right? Supposed to be. Before you can really dominate someone, you need to understand what it means to be a dominatrix. Du musst dich durchsetzen können, du musst hier richtig auf den Putz hauen, du musst, keine Ahnung. Du bist crucial,
Your first words have to lay out the rules. You are the boss. Oh God. Then how should I respond to the client's greetings? Your parents would cry if they knew they were here. You were here. Who gave you permission to speak? Pick. It's not like I'm happy to see you or anything. Was würde jetzt am besten passen als Dominatrix, also als Domina? Wir würden am besten einfach, deine Eltern würden weinen, wenn sie dich hier sehen würden. Wer gibt dir das Recht zu sprechen, Schwein? Ich freue mich nicht, dich hier zu sehen oder see you or anything. Das würde ich eigentlich eher sagen, die Mitte, die würde da am besten passen, oder? Oh Gott. Naja. Wer jetzt in die Hose gehen kann, es ja nicht. As a person, so that sounds like a dominatrix. Wouldn't know. What's the mother? Can we do this from the top again? Ja, gut, okay. Ich hab grad mal zurückgespult, ne? May I serve you today? Who gave you the permission to speak? Pick! Sorry. I know I told you to this, but what am I doing? Ja, das, also Kiryu, das frag ich mich auch. Are you going to serve me today? Nani? Was? What do you like me to do? SM comes in many flavors. I have to get the client to tell me about their particular kink. Got it, but I don't really have anything in particular. I guess not less. Just remember, what do you want women to do to you, Kiryu-san? Tell me. What do I want done to me? Nothing really comes to mind, so let's just play the masochist here. I want to be... Was? I want to be whipped? Das heißt, he's whipped? I want to be stepped on with heels. Also wenn jetzt Heels hier mit diesen stöckeligen Schuhen gemeint ist, Humiliated? I want to be humiliated. Soll das jetzt heißen, dass man no, dass, halt, dass man normal menschlich ist oder wie? Ja, das ist wirklich super, wenn man sich in Englisch so gut wie gar nicht auskennt. Ich rate jetzt einfach, nehme jetzt hier das, das ehrlich gesagt würde zu weiberhaft rüberkommen. Ich werde es hier whipped. Ich hab keine Ahnung. I never would have guessed. Here. That done. Just an example. Since it's a wrong response for a dominatrix. Was? Whenever you need to come back with the right response to main train trust. Then how should I respond? Ross, I'm the only one who would do that for you. No, absolutely not. I bet you would like that, you pervert. Also so vom Übersetzungsgrad her würde ich sagen, das Unterste. Ich wette, du würdest das mögen, du Perverser.
Also so würde ich das jetzt übersetzen. Ich weiß es jetzt nicht, ob das hundertprozentig richtig ist. Aber müsste soweit richtig sein. Und der Timer, Alter. Das waren jetzt schon 30 Minuten? Was? Alter, leck mich doch am Arsch hier. Also jetzt nicht wirklich nehmen, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Es ist, ja Wahnsinn. Ja gut, da würde ich sagen, die Antwort hier, das mit dem Perversen, machen wir gleich in der nächsten Folge.